Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Ich nehme dieses Video hier jetzt so ganz spontan für dich auf als Botschaft von meiner Seite für dich im Hinblick auf die aktuelle Situation, die da draußen gerade so herrscht, um es mal so auszudrücken. Weil ich glaube, du bist hier irgendwo in meinem Kreis, in meinem Umfeld, in meinem Energiefeld, in meinem Newsletter in dem Falle, weil du schon so ein bisschen ein Querdenker bist, ein bisschen anders denkst, liebst es, frei zu sein und es weniger möchtest, wenn irgendwelche, wie drücke ich das jetzt aus, ohne zu politisch zu werden, zwanghaften Dinge über dich gestülpt werden. Und vielleicht hast du, je nachdem, wie lange du schon hier in meinem Umfeld bist, auch den Satz von mir schon gehört: Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und dieser Satz, der ist gerade in der jetzigen Zeit noch viel, viel mehr hilfreich, den zu verstehen, als das noch vor ein paar Wochen war. Und zwar, was ich ja auch zurzeit beobachte, ist, und mein Postfach füllt sich, sowohl mein E-Mail-Postfach als auch mein WhatsApp-Postfach mit Nachrichten, auch im Facebook Messenger, mit Nachrichten, mit Hinweisen, dass das da draußen jetzt anders dargestellt wird, als es wirklich ist und dass Dinge manipuliert sind und dass jetzt Zwangsvorschriften da sind und Demonstrationen angesetzt worden und. Und ich habe da nie irgendwie drauf reagiert. Und ich sage dir jetzt auch warum. Weil allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und ich bin auch ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch und möchte selbst bestimmen, wie ich lebe, wo ich lebe und auch was ich in meinen Körper lasse. So. Und ich finde ja, wie soll ich jetzt sagen, diese Aktionen von verschiedenen Gruppierungen ja im Prinzip sehr, sehr hilfreich. Jedoch, wenn wir diesen Dingen Aufmerksamkeit schenken, wo wir die Aufmerksamkeit auf etwas richten, wo wir dagegen sind. Und das ist insbesondere auch bei jeglicher Form von Demonstrationen der Fall. Also ich bin dagegen. Dann schenke ich diesen Dingen Aufmerksamkeit und diese Dinge können wachsen. Wenn wir hingegen unsere Aufmerksamkeit darauf richten, auf die Dinge uns fokussieren, wie du dein Leben wirklich haben möchtest, wie es wirklich dir, deiner Seele, deinem Herzen entspricht, dann können die Dinge Aufmerksamkeit bekommen, Energie und können wachsen. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und auch wenn ich keine Nachrichten schaue, lese und höre, und mich da draußen überhaupt an nichts beteiligt habe im Hinblick auf die jetzige Situation, so ist es natürlich auch von mir nicht verschont geblieben, was da draußen los ist und was gerade in den letzten 2, 3 Tagen sich so ein bisschen, ja, zusammenformt. Und wenn wir diesen Dingen Aufmerksamkeit schenken, dann können diese Dinge wachsen, weil sie Energie bekommen. Und deshalb habe ich jetzt mich ganz spontan dazu entschlossen, dennoch jetzt ein Beitrag zu sein für dich, ein Beitrag zu sein dahingehend, dich zu unterstützen, wo richtest du künftig deinen Fokus hin? Und zwar nicht unter dem Aspekt, wo bist du dagegen, sondern wo bist du dafür? Damit das, wofür du wirklich bist, auch Aufmerksamkeit bekommt, Energie bekommt und wachsen kann. Und so, stell dir mal vor, wir alle richten ab jetzt nur noch den Dingen
unsere Aufmerksamkeit so, wie wir sie haben wollen. Und hören auf, unsere Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten, die wir nicht haben wollen. Könnte das diese ganze Situation jetzt nicht wirklich verändern? Wir sind alle so wunderbare Wesen. Wir sind alle ein Teil dieses großen Ganzen. Wir sind alle viel mehr als das, was wir mit dem bloßen Auge sehen, also unser sichtbarer Körper. Wir sind nicht unser Körper. Wir haben einen Körper. In Wahrheit sind wir unendlich große Wesen. Was für unser bloßes Auge, sichtbar ist, das ist unser Körper. Grammatikalisch jetzt nicht ganz korrekt, aber okay, du weißt, was ich meine. Und wenn man uns fragt, und so war ich in meinem früheren Leben ja genauso gestrickt, ich konnte tausend Dinge sagen, gefühlt tausend Dinge, die ich nicht haben wollte, aber ich konnte wenig von dem aufzählen, wie ich es gerne haben wollte. Also ich hatte auch immer so dieses innere Schild in mir, ich bin dagegen, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Und wir können es uns viel, viel einfacher machen, wenn wir uns unserer wahren Größe, unseres unendlich großen Wesens jetzt wirklich bewusst werden, das so, so mächtig ist. Jeder von uns ist so mächtig, als auch du bist ein unendlich großes Wesen und bist so mächtig, dass im Prinzip nichts mächtiger sein kann als du selbst. Und deshalb, da man uns das nie beigebracht hat, sondern es ja darum gehen darf, sich das jetzt selbst anzueignen und zu deiner Unterstützung, und gerade in der jetzigen Situation, aber auch im Prinzip auf dein ganzes künftiges Leben, wäre mein Beitrag jetzt für dich, wenn du das möchtest, seit heute Morgen, heute Montag, für die nächsten 14 Tage, gibt es jeden Tag morgens um 8 Uhr eine Live-Fokussierung von mir, eine Live-Meditation. Meditation heißt übersetzt ja auch nichts anderes als sich fokussieren auf. Deshalb habe ich jetzt von einer Fokussierung gesprochen. Sich zu fokussieren auf die Dinge, wie du sie wirklich haben möchtest. Und das ist mein Beitrag in der jetzigen Situation, damit wir alle gemeinsam in einer gebündelten Energie wirklich wundersame Dinge entstehen lassen können, indem wir uns darauf fokussieren, wie wollen wir es denn jetzt wirklich haben, und aufhören, die Energie auf etwas zu richten, wie wir es nicht haben wollen. Denn das ist Kampf. Und das Leben will fließen. Das Leben ist in Wahrheit kein Kampf. Das ist etwas, was wir Menschen uns angeeignet haben, zu kämpfen. Wenn wir uns aber in der Natur umschauen, ein Baum, der wächst einfach, der muss nicht kämpfen, um zu wachsen. Und das haben wir eigentlich alle auch schon mal bewiesen, als wir im Bauch von der Mama waren. Mussten wir auch nicht kämpfen. Wir sind da auch einfach gewachsen. Alles andere ist später über uns gestülpt worden. Und deshalb nochmal meine Einladung an dich. Sei gerne morgens um 8 Uhr live dabei, wenn wir uns in einer wunderbaren Community mit inzwischen über 3000 Mitgliedern, wunderbaren Menschen, die auch auf diesem Weg sind, uns miteinander verbinden und uns darauf fokussieren, wie wir, du, ich, jeder Einzelne von uns auf seine Art und Weise sich darauf fokussiert, wie wir in der Zukunft leben möchten, im Hinblick auf die berufliche Situation, im Hinblick auf die familiäre Situation und auch im Hinblick auf die gesundheitliche Situation. Den Link zu diesem Live-Beitrag, die natürlich auch für eine gewisse Zeit zur Verfügung stehen, um es als Replay anzuschauen, also wenn du morgens um 8, warum auch immer, nicht live dabei sein kannst. Die Variante gibt es natürlich auch, und fühl dich herzlich eingeladen, dich jetzt darauf zu fokussieren,
wie du es wirklich haben möchtest. Ganz nach diesem kosmischen Gesetz, allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und wenn du jetzt beginnst, dir, deinem unendlich großen, machtvollen Wesen die Aufmerksamkeit zu schenken und dich darauf zu fokussieren, wie du es wirklich haben möchtest und die Blickrichtung darauf richtest, statt weiterhin zu schauen, wie willst du es nicht haben, dann lass uns dieses Energiefeld noch vergrößern und lass uns Wunder geschehen, weil jeder von uns ist ein Wunderwerk dieses Universums, jeder auf seine eigene Art und Weise, auch du. Ich freue mich auf die Begegnung mit dir. Hab noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.